Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Elden Ring Video. Heute geht's um zwei neue Aschen, die mir von euch vorgeschlagen wurden. Einmal vom Juden Garambo 88 und einmal vom Darklaw. Es geht einmal um die, hier seht ihr sie schon, um die Asche von Latenna, der Albinaurik. Die schießt von hinten mit Pfeilen und kann Wölfe reiten. Die ist ganz cool. Die werden wir testen. Und eine andere, die ich jetzt erst holen muss. Und die kriegt ihr hier im Schloss von Caria. Dafür müsst ihr, wenn ihr im königlichen Observatorium rausgeht, einmal nach links rum. Und dann an einer bestimmten Stelle runterdroppen. Da gibt es nämlich die Pedia. Und die Pedia verkauft oder ist eine Verkäuferin oder ein Verkäufer. Ich weiß gerade nicht, ob männlich oder weiblich. Und wenn man die killt, sofern man den Zaubertrank von Seluvis nicht Nephili gegeben hat, kriegt man die Asche von ihr. Und die ist ganz witzig, wurde mir gesagt. Dafür gehen wir jetzt hier einmal runter. Gucken, ob ich die jetzt auf Anhieb finde. Weil ich war bei der auch noch nie. Deswegen ist es jetzt auch spannend für mich zu sehen. Okay, hier runter. Also hier war ich ehrlich gesagt auch noch nie. Ist auch wieder witzig. Oh, das war knapp. Na, wo ist sie? Ich sehe noch nix. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ne? Ob die auf dem Dach ist, ob die da unten ist. Wahrscheinlich da unten irgendwo. So auf dem Dach irgendwas. Hier ist noch ein Item. Hier mal kurz runter gucken. Ah ja, okay. Springe ich da mal runter, dann wird sie wohl da sein. Ne? Ich nehme mal eine Waffe. Was habe ich eigentlich für Talismane? Ja, okay, kann ich ja behalten. Ist das ein Gegner? Oh, ich bin noch im Startbildschirm. Ups. Oh. Ich glaube, das ist sie. Krass. Leute, kanntet ihr die? Ja, oder den? Ich kannte das nicht. Crazy. Okay, reden. Pedia. Furchtbaren Puppen. Okay. Erlaubt mir euch zu dienen. Okay. Plagt Pedia. Vielleicht ein kleiner Entschädigung. Kaufen. So, was gibt's denn hier so? Horn, Ei, ein Topf. Himmelstau nehmen wir auf jeden Fall mit. Eine Larve nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Hier gibt es noch ein. Oh, hier gibt es noch ein Handbuch. Karianischer Gegenschlag hatte ich auch noch nicht. Wellenklinge hatte ich auch noch nicht. Schwarzes Lederschild hatte ich auch noch nicht. Und eine einfache Karte. Ja, Leute, das werde ich alles mal kaufen. Bitte, ich habe noch Seelen. Ja, habe ich noch. Also schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr die hier schon kanntet, weil ich kannte die nicht. Das ist ja cool. Eier habe ich noch nie, glaube ich, gefunden, deswegen nehme ich das auch mal mit. So, und jetzt ist es so, wenn ihr sie killt, dann sollte die Klangperle von ihr fallen und auch die Asche. Ich kann nicht angreifen. Oh nein, ich befürchte, man muss die Seluvis-Questline, Orani-Questline weitermachen. Ich meine, ich habe da was gelesen. Also, was wir jetzt machen müssen, das werde ich, glaube ich... Ah komm, ich zeig's euch. Wir müssen jetzt ein bisschen in Ranis Quest progressen. So lange, bis Pedia tot ist. Wann Pedia tot ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht ganz genau. Ich weiß nur, man muss in der Rani-Quest ein bisschen voranschreiten. Deswegen, ich gehe jetzt erstmal zu ihr, weil ich weiß gar nicht, wie weit ich bei Rani bin, ob ich überhaupt schon mit ihr gesprochen habe. Das werde ich jetzt als erstes mal machen. Und dann, ja, gucken wir mal, was wir bei Rani so machen müssen. Das ist bei mir auch schon was länger her, dass ich die Rani-Questline gemacht habe. Das Gute ist... da ist er noch. Kann ich sie nicht einfach killen hier? Okay, sie schläft. Also, das ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich habe die Rani-Questline halt nicht gemacht, aber ich habe Radan
auch noch nicht besiegt. Das ist nämlich das Erste, was ich jetzt machen muss. Oh Mann, ich muss jetzt erstmal Radan besiegen und dann runter nach Nokron. Ich habe ja ein neues New Game gestartet. Okay, ich besiege eben Radan, gehe runter nach Nokron und dann sehen wir uns wieder. Leute, ich bin endlich angekommen in Nokron. Wer den Weg hierhin nicht weiß, der kann sich gerne mal hier oben das Video anschauen, wo ich euch gezeigt habe, wo es alle Klangperlen gibt. Da zeige ich genau den Weg, wie ihr hier hinkommt. Wir müssen jetzt für Ranis Questline ein Item holen, das es hier gibt. Und ich habe im letzten Mal schon erzählt, ich war hier einmal, seitdem nicht mehr, deswegen wird es auch für mich ein bisschen spannend, wie man da jetzt genau hinkommt. Schauen wir mal zusammen, wie der richtige Weg ist. Also ich laufe auch jetzt einfach mal bei der Nase nach. Ich denke mal, hier kann man durch. Ja, perfekt. Also ihr könnt euch hier natürlich auch schön umschauen. Hier gibt es bestimmt auch viel zu entdecken. Das interessiert mich jetzt gerade erstmal nicht. Was ist das? Silber, Tränen, Hülle, okay. So, da hinten habe ich mein Zeichen hingesetzt. Dann geht es hier wahrscheinlich lang. Oh, da vorne ist auch ein Boss. Das ist auch spannend. Oh. Bist du denn? Wir sehen uns beim Boss. Also ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was für ein Boss hier jetzt hinter ist. Bin ich auch ein bisschen gespannt. Guck mal direkt meine Arsche. Du? Sag bloß, hier gibt es die Imitator-Asche. Imitator-Träne. Scheiße, ich das bloß hätte ich eine andere Waffe und so genommen. Weil wer es nicht weiß, also ein kleiner Tipp von mir, geht einfach nackt in den Kampf und dann rüstet euch erst aus und dann holt ihr eure Asche. Dann ist das hier ein Selbstläufer. Jetzt nur ein bisschen aufpassen, dass er das nicht selber macht, was ich hier mache. Wieso hat der eigentlich einen Angriffsboost? So, das war's. Kriegt man hier auch die Imitatoren-Träne? Ne, eine Larventräne und Silbertränenmaske, okay. So, jetzt müssen wir weiter. Ah ja, von hier. Das, ich erinnere mich. Hier jetzt über die Dächer. Ja, ja, ich erinnere mich. Ganz dunkel erinnere ich mich, dass ich hier schon mal war. Aber den Weg kann ich beim besten Willen nicht mehr. Ich laufe einfach mal der Nase nach. Wahrscheinlich hier links rum. Also verzeiht mir bitte, wenn ich jetzt hier nicht direkt den perfekten Weg rausfinde. Aber finde das zusammen raus. Ich habe es ja schon markiert, wo ich hin muss. Wo muss ich eigentlich hin? Ah, Silberträne. Chillig. Und ganz kurz, was hier oben ist. Kronenbogen. Okay, ich denke mal, den Kampf muss ich hier machen. Runtergefallen. Sollte nicht so ein Problem sein hier, die Gegner. Das wollte ich mal ganz kurz gucken. Da muss ich hin, okay. Mir vorstellen, dass da noch ein Boss kommt und dann muss ich den Boss besiegen, dann kriege ich das. Da vorne drin, kann ich nicht hier runter? Problem ist immer, wenn ich irgendwo runterspringe, kommt es halt nicht mehr hoch. Ne? Aber ich denke mal, hier muss man runter.
Da ist ein Nebel. Was ist denn hinter dem Nebel? Da ist nur so ein... Okay, da gibt es wahrscheinlich irgendwas. Ich guck mal rein, weil ich kann mich gerade nicht erinnern, was hier ist. Ich guck mal für euch rein, ob sich das lohnt. Da scheint auch ein Gegner hinter zu sein. Oder? Bist du ein Gegner? Bist du ein Gegner? Ja, bist du. Jetzt ist hier eine Kiste. Oh! Das ist doch perfekt für euch. Habe ich euch den perfekten Weg zur Imitatorenasche gezeigt. So kommt ihr zur Imitatorenasche. Das ist doch chillig. Das ist doch ein Doppelbonus. Also zeige ich euch, wo es die Imitatorenasche gibt. Und die Rani-Questline. Und wie ihr die Asche von Pedia bekommt. Jetzt müssen wir aber hier runter. Oh, da ist ein Item. Das hätte ich gern. Lilane Items machen mich immer an. Also wahrscheinlich hier runter, würde ich sagen. Ne? In den Ball da, den kann man, glaube ich, angreifen. Das ist böse. Den versuche ich auch direkt mal zu besiegen. Holt euch Belenias Hand. Sehr geile Waffe. Oh, eine Larventräne. So, jetzt habe ich gerade ein bisschen Faden verloren. Genau, da raus und dann wahrscheinlich rechts rum. Ja, dann geht's hier runter. Da ist nochmal eine Gnade. So, dann nur da geradeaus hoch. Und da müsste dann das Rani-Item sein. Für die Rani-Questline. Himmelstower habe ich euch mal gesagt. Ne? Damit könnt ihr NPCs, die ihr aus Versehen gekillt habt, nicht alle, wiederbeleben. Da ist ein Teleport. Und hier sollte das Item drin sein, was ich haben will. Fingertöterklinge, perfekt. Oh, eine große Geisterlilie. Das schmeckt. Ich mache mal kurz einen Grease, dann kann ich mich wegporten. Also zu der Lore kann ich nicht so viel sagen, weil die Lore, da bin ich leider echt ein Noob drin. Weil mich das echt auch nie so... Also ich finde die Story faszinierend, dass man nichts versteht, wenn man sich nicht extrem damit auseinandersetzt. Aber ich bin auch niemand, der jetzt... sich die ganze Lore durchliest und da sich genau merkt, wieso, weshalb, warum. Deswegen kann ich gar nicht sagen, was jetzt mit diesem Blade ist, weil ich könnte auch nur schnell raten. Mir wurde gesagt, ich soll die Sachen hier nicht mehr wegskippen, deswegen hören wir mal, was ihr zu sagen habt. Es ist in deiner Possession, ist es nicht? Der hidden treasure of Nokron. Mein Dank. Finally, all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. Ah, but before. Umgekehrte karianische Statue. Also mit der karianischen Statue, die könnt ihr hier einsetzen im karianischen Lehrsaal. Dann dreht sich das ganze Ding und dann kommt ihr hier rüber zum Heiligen Turm von Lyonia. Und dort findet ihr eine. Ein Item, womit ihr einen Drachen beschwören könnt. Und halt ein Quest-Item von Rani. Was ich jetzt mache, ist, ich gucke jetzt mal eben bei Tibia, weil Seluvis sollte jetzt tot sein. Und wenn Seluvis tot ist, sollte auch Tibia tot sein. Okay, Seluvis ist tot. Seluvis Klangperle. Also eigentlich sollte jetzt, wo Seluvis tot ist, auch Pedia tot sein. Ich schau noch mal.
Okay, also, ihr müsst zu. Ich mache einen kleinen Recap. Also, ihr müsst Rana besiegen. Ihr müsst runter nach Nokron. Ihr müsst Rani ihr Schwert geben oder das Schwert haben und dann mit Rani sprechen und dann diesen karianischen Dingsbums bekommen. Dann zu Siluvis, looten, weil er jetzt tot ist. Und dann nochmal hier runter, weil dann stirbt auch Tibia. Und jetzt habt ihr die Asche. Puppe von Dolores, dem schlafenden Pfeil. Die gehe ich jetzt auf plus 10 machen. Ich werde es auch dieses Mal beweisen, dass es auf plus 10 ist. Und dann gehen wir endlich die beiden Aschen testen. Also kleiner Proof, plus 10. Also, mir wurde gesagt, der beste Use für die Puppe wäre gegen einen Bossgegner, also gegen zwei Bossgegner. Weil, ich weiß nicht wieso, ich glaube, weil die sich dann gegenseitig besiegen oder so. Wir werden es gleich sehen. Aber vielleicht braucht er auch ein bisschen Hilfe, ich weiß es nicht. Ich will mich auch nicht wieder ins Fettnäpfchen setzen, dass ich den hier zu viel alleine lasse und ich dem eigentlich helfen sollte. Bislang. Passiert noch nichts. Okay, Dolores hat keinen Bock mehr oder was hier? Los, fast tot. Vielleicht mache ich irgendwas falsch. Kann man Aschen eigentlich heilen? Der ist fast tot. Ah! Okay. Der schläft irgendwie. Wie schläft die Gegner ein? Okay, das ist natürlich chillig. Aber wieso dann gegen zwei Gegner? Das habe ich nicht verstanden. Vielleicht habe ich es auch falsch gelesen. Der schläft jetzt auch erstmal eine Runde? Das ist ja witzig. Die schlafen nicht lang und es macht auch nicht viel Schaden, aber ist eine. Oh. Ist eine witzige. Schon witzig irgendwie. Alter. So Leute, wir versuchen jetzt mal Latenna, also wir probieren jetzt mal Latenna aus, was die so kann, weil die kann von richtig, richtig, richtig weit weg angreifen, was richtig, richtig cool ist. Geh weiter auf mich bitte. Macht richtig gut Schaden. Und kann von überall angreifen, das ist so gut. Guck mal, wie weit die schießt. Bis da hinten hin. Das heißt, ich kann hier hinten hin. Ja, hier bin ich, my friend. Kann ich schön mit dem hier hinten kämpfen. Und die greift von da hinten die ganze Zeit an. Das ist schon ganz cool bei Latenna. Ich muss leider zugeben, ich habe kein Gebiet gefunden, wo ich die rufen kann, wo es auch Wölfe gibt. Damit ich euch mal zeigen kann. Und ich. Können wir mal kurz gucken, wie viele Pfeile der schon am Körper hat. Ich habe leider keinen. Das ist cool. So besiegt ihr halt Bosse echt easy und safe, ne? Ich habe leider keinen Bereich gefunden, wo es Wölfe gibt und wo ich Latenna auch rufen kann. Entweder ich reiche das nochmal irgendwann nach. Oder ihr wisst vielleicht. Ey, hat der schon viele Pfeile in sich drin. Oder ihr wisst vielleicht einen Bereich, wo ich hin könnte. Um das mal zu testen und zu zeigen. Weil das finde ich eigentlich ganz cool. Dann hat die auch ein richtig geiles Movement. Also ich kann richtig schnell überall hinlaufen, weil die halt auch ein Wolf ist. Und boah, die hat noch einen stärkeren Schuss, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Oh Mann, ich bin so schlecht. Aber es ist echt cool, wie die ganze Zeit von hinten draufballert. Die ganze Zeit, dass jetzt bei ihm vielleicht sogar ein schlechter Gegner, weil er ein Schild hat, wenn man jetzt irgendwie einen Drachen hat oder so. Latenna schon ganz cool. Ich zeige euch gleich noch, wo er Latenna bekommt.
Oh, hier kriegt ihr über das Trümmergroßschwert, eins meiner Lieblingsschwerter, habe ich selber auch auf plus 10 immer dabei, weil diese Attacke mega belohnt ist. Um die Asche von Latenna zu bekommen, müsst ihr in die Kristallhöhle am See, meine Eingang war hier so entlang, den Gebietsboss besiegen und dann weiter durch und dann kommt ihr zur Hütte des schlummernden Wolfs und dort trefft ihr dann Latenna und bekommt die Asche von Latenna. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren, das würde mich sehr freuen, das Video liken und gerne auch kommentieren und bis zum nächsten Mal. Haut rein!